willkommen zurück aus dem Wochenende. Heute gibt es einen Food Haul für euch, der ganz im Zeichen der regionalen Lebensmittel steht. Denn Produkte, die direkt aus der Region kommen und die hier in der Nähe wachsen, die kommen bei mir natürlich sehr gerne auf den Teller. Was ich gekauft habe, das könnt ihr jetzt sehen. Bis gleich. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Ihr wisst, ich habe es immer gerne frisch und hier wird in der Woche sehr viel gekocht. Dafür brauche ich natürlich auch Produkte, die lecker sind, die frisch sind. Und ich verwende seit vielen Jahren sehr gerne regionale Lebensmittel. Mir ist regional einfach wichtig, egal ob ich es im Bioladen kaufe, auf dem Wochenmarkt oder eben in den Supermarkt fahre. Für mich ist es absurd, einen Apfel zu kaufen, der aus Neuseeland kommt, wenn doch hier in der Nachbarschaft oder im alten Land bei Hamburg so viele tolle Äpfel wachsen. Und ich finde, es lohnt sich auch, immer wieder darüber nachzudenken und sich bewusst zu machen, was wächst eigentlich hier in Deutschland, was wächst direkt in meinem Umfeld, in meiner Region und was kommt vielleicht von weiter her. Weil kurze Transportwege, das wissen wir alle, garantieren nicht nur eine Frische, sondern sie unterstützen die Region auch direkt in der Nachbarschaft. Natürlich besteht meine Ernährung auch nicht zu 100% aus regionalen Produkten, aber ich merke, es wird mir immer mehr wichtiger, Produkte zu verwenden, die direkt aus dem Umfeld kommen, sehr saisonal zu kochen und auch Produkte zu verwenden, die hier im Umfeld wachsen. Das gelingt mir auch so ganz gut. Auf dem Wochenmarkt oder im Bioladen oder im Supermarkt gibt es ein tolles Angebot von regionalen Lebensmitteln und auf die greife ich auch immer wieder gerne zurück. Und diese Woche habe ich, was das Kochen angeht, sehr viel vor. Deswegen habe ich tolle, frische Radieschen gekauft. Meine Kinder lieben Radieschen, deswegen tue ich sie immer sehr gerne auch in die Lunchbox. Nebenbei werden Radieschen auch immer gerne geknabbert. Gerade wenn ich am Computer was schreibe oder wenn ich einen neuen Blogpost schreibe, knabber ich sehr gerne Rohkost. Und da stehen die Radieschen dieses Mal auch ganz oben auf dem Speisezettel. Und viele von euch wird es nicht wundern, dass ich auch Salatgurken gekauft habe. Meine Kinder, die essen sehr, sehr viele Gurken. Ich wäre ehrlich gesagt auch mal froh, wenn sie auch mal viele andere Sachen vermehrt essen würden. Jedenfalls gibt es hier Gurken rauf und runter. Gurken auf dem Sandwich, Gurken einfach nur so, Gurkensalat, überall Gurken. Und diese Gurke kommt direkt aus der Nachbarschaft. Das kann man ganz gut an dem Regionallogo erkennen. Und dann ist es jetzt so langsam und schleichend hier im Norden auch Herbst geworden. Und jede Menge Möhren müssen auf jeden Fall mit, weil ich möchte mir jetzt wieder vermehrt frische Säfte pressen. Das habe ich im Sommer auch gemacht, aber jetzt möchte ich mal wieder meine Vitaminzufuhr erhöhen. Und was gibt es Leckeres als ein toller Saft aus Möhren, Äpfel und Birnen? Ich freue mich sehr drauf, deswegen habe ich sehr viele Möhren gekauft. Und dann noch diese Prinzessin hier, die Steckrübe. Ich bin ein riesen Steckrüben-Fan. Meine Oma und mein Opa haben sehr viel mit diesem Gemüse gekocht, weil sie es damals eben en masse im Garten hatten. Die Steckrübe wächst in Norddeutschland überall und sie schmeckt hervorragend. Und ich weiß auch aus meinem Bekanntenkreis, dass viele gegen die Steckrübe Vorurteile haben. Probiert sie aus, sie schmeckt so toll. Ich habe auch schon einige Rezepte mit der Steckrübe gemacht. Steckrüben Cremesuppe zum Beispiel ist ein großer Favorit, den ich sehr gerne zubereite. Deswegen freue ich mich besonders. Steckrübe musste auf jeden Fall mit. Dann habe ich noch jede Menge Äpfel mitgenommen. Die werden hier zu Hause sehr gerne geknabbert. Wir haben zwar zwei Apfelbäume im Garten. Die Äpfel von diesen Bäumen sind aber doch eher säuerlich und besser zum Entsaften oder zum Backen geeignet. Deswegen nehme ich immer so ein paar Kilo Äpfel mit, damit wir hier auch gut über die Woche kommen. Einen Birnenbaum haben wir leider noch nicht im Garten, deswegen habe ich auch jede Menge Birnen mitgenommen. Mit denen backe ich sehr gerne oder ich mache auch gerne Birnen als Nachtisch. Auf jeden Fall jede Menge Birnen eingepackt. Kann man auch wieder gut in die Lunchbox der Kinder packen, zur Schule mitgeben. Auf Birnen stehen wir hier auch sehr. Und geht es euch auch so, keine Woche ohne die Kartoffel. Ob man einen leckeren Kartoffelsalat machen will oder tolle Bratkartoffeln. Kartoffeln sind ein tolles Hauptgericht oder eine geniale Beilage. Und jetzt gerade zum Herbst gibt es viele Suppengerichte, die mit der Kartoffel vorzüglich schmecken. Und was ich aus diesen hier machen werde, weiß ich jetzt noch nicht, aber ich bin mir sicher, mir wird was Leckeres einfallen.
Dann habe ich noch jede Menge Champignons mitgenommen. Mein Mann hat mir das noch vom Weiten zugerufen, weil der isst zum Beispiel sehr gerne Pizza mit Champignons. Auf jeden Fall mussten Tomaten mit, weil für eine selbstgemachte tolle Tomatensoße dürfen natürlich tolle Tomaten nicht fehlen. Und auch noch in den Einkaufswagen gewandert, frischer Brokkoli. Unsere Familie ist, was Brokkoli angeht, sehr gespalten. Die eine Hälfte liebt ihn und die eine Hälfte der Familie verdreht die Augen nach oben. Aber ich mag ihn auch sehr gerne und er kommt hier sehr regelmäßig auf den Teller. Für die Kinder meist in Form von Aufläufen. Da wird er auch von den anderen Kindern toleriert. Aber wie es immer so ist, in der Familie hat jeder einen anderen Geschmack. Manchmal gar nicht so leicht, aber ich liebe Brokkoli. Und deswegen habe ich mich da auch durchgesetzt. Salate sind auch immer wieder eine wunderbare Vitaminzufuhr. Jedes Mal mache ich einen anderen Salat. Auf jeden Fall habe ich diesmal Eisbergsalat mitgenommen, um irgendwas daraus zu zaubern. Und auch noch Sellerie. Diesen Stangensellerie werde ich garantiert dazu verwenden, um eine Suppe zu kreieren. Suppen sind für mich im Herbst und im Winter essentiell. Ich koche Suppen rauf und runter, die verschiedensten Arten. Ihr kennt mich ja. Beim Stichwort Suppen mussten natürlich auch viele Zwiebeln mitgenommen werden, damit das Ganze auch einen wunderbaren Geschmack bekommt. Und ehrlich gesagt kriege ich gerade schon wieder Hunger, weil wenn ich über Suppen rede, bekomme ich immer großen Appetit. Und der Kürbis natürlich. Für mich gehört Herbst und Kürbisse einfach zusammen. Dieses Mal habe ich einen Hokkaido-Kürbis mitgenommen. Und ehe ich mich versehen kann, war der schon zur Hälfte verarbeitet, bevor ich das Video drehen konnte. Aber das spricht ja für das Produkt. Meine Kinder lieben Kürbiscremesuppe oder auch Kürbispasta. Und sie mögen auch gerne gerösteten Ofenkürbis. Aber auf die Kürbisrezepte freue ich mich dieses Jahr noch mehr als sonst. Ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall werde ich da was Leckeres draus kochen. Jetzt habe ich ganz viele Produkte direkt aus meiner Region gekauft. Und was damit geschehen wird, was ich damit machen werde, das könnt ihr am Mittwoch und am Freitag sehen. Da habe ich nämlich ein What I Ate Today geplant. Denn in den nächsten Tagen wird sich hier regional ernährt. Ich bin gespannt, wie es wird. Aber ich freue mich riesig drauf. Essen und Genuss ist immer gut. Regionale Lebensmittel sind eine tolle Sache. Und wie ist das bei euch? Verwendet ihr gerne regionale Produkte? Und wenn ja, was kommt Regionales bei euch auf den Teller? Und falls ihr noch mehr über Produkte erfahren wollt, die direkt aus eurer Region kommen, dann klickt euch bitte in die Infobox. Dort habe ich euch auch nochmal einen Saisonkalender hinterlegt, welches Obst und Gemüse Saison hat. Und dann fällt die Wahl, was man demnächst kochen könnte, viel leichter. Und regionale Lebensmittel gefallen nicht nur mir. Es haben viele andere Blogger noch mitgemacht und sie zeigen Rezepte nur aus regionalen Produkten. Da kann man sich auf jeden Fall auch viel Rezeptinspiration holen. Der Link dazu ist in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch einen entspannten Tag. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dahin und tschüss.